Inwiefern habt ihr euer Warm-up früher gestaltet, also eben vor der Corona-Zeit, weil ihr habt es ja mal in einem Podcast angerissen, dass ihr euch jetzt vermehrt mit dem Thema Biomechanik beschäftigt, habt es vorher wahrscheinlich auch schon, aber jetzt eben durch die ganze Pause eben nochmal verstärkt. Also die Frage an dich ist jetzt, wie hat es euer altes Warm-up ausgeschaut und inwiefern habt ihr es jetzt eben abgeändert? Also was sind die neuen Inhalte? Also ich glaube, dass man jetzt dann nicht weit ausholen muss und erklärt, wie die alten waren, beziehungsweise was wir da gemacht haben. Ich glaube, das Wichtige ist, immer sich die Frage zu stellen, braucht es das? Beziehungsweise, was keine Funktion hat, fliegt raus und kein bestimmtes Ziel verfolgt. Und das ist, glaube ich, so eine Genesis gewesen, dass wir uns einfach hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was wollen wir von den Leuten, die bei uns trainieren, was wollen wir mit dem Warm-Up-Bereich, mit dem Hauptteil, mit einem Cooldown vermeintlich etc., diese ganzen Dinge. Und sind dann einfach immer mehr dazu gekommen, dass einfach die Positionsarbeit, also Positional Work, wie wir es nennen, in den Vordergrund gestellt wurde, frei nach dem Motto, welchem? Position dictates, Function dictates, Tension. Ganz genau so ist es. Also sprich, dass wir die Leute dahin bringen, dass sie ihre Position, sprich die Position ihres axialen Skeletts finden und vermeintlich richtiger oder optimaler bestimmen, um letztendlich die Spannungsverhältnisse ihrer Muskeln dann davon abgeleitet zu verändern, und zwar zum Positiven. Dementsprechend auch so der Call nach viel, viel weniger statischem Stretchen. Also das haben wir ja auch schon besprochen, dass jeder, der irgendwie das Gefühl hat, er will einen statischen Stretch machen, ist schon zu schwer zum Aussprechen, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man es eigentlich nicht machen müsste. Das kann ja weiterhin, ja. Ob das wirklich einen nachhaltigen Effekt hat, ist die andere Frage. Und das ist so die hauptsächliche Veränderung. Also dass wir wirklich Positional Work betreiben, indem die Leute quasi ihren Stack finden, ja, durch Atemdrills, durch angepasste, ich nenne es mal Rumpfübungen, ganz global gesprochen. Das ist so die Hauptsächlichkeit. Da kann ich ja gleich ein gutes Beispiel nennen. Ich habe ja auch schon seit längerer Zeit Probleme am Hamstring, also an der hinteren Oberschenkelkette. Und bin halt da eben tight, sag ich mal, und habe da immer versucht, mit den Übungen dagegen zu wirken. Ich glaube, das habe ich letztens auch schon ein bisschen angerissen. Und weil es einfach so gelehrt wird, ehrlich gesagt. Das ist jetzt keine Ausrede, ich hätte es vielleicht hinterfragen können. Aber habe dann eben letzte Woche mal mit dem Chris, drüber gesprochen und er meinte eben, dass, wie eben gerade schon gesagt, Position dictates Tension, Function dictates Tension. Und habe es wirklich extremst merkt hinten, habe aber dann nicht gedehnt, habe versucht eben mit diesen verschiedenen Rumpfübungen oder eben Breathing Drills, mein APT in der Posterior Tilt zu manövrieren und habe seitdem überhaupt keine Probleme mehr. Also überhaupt gar nichts mehr. Und ist jetzt besser geworden innerhalb einer Woche. Also das ist schon. Mein Schönes ist es natürlich, wenn du nach so einer kurzen Zeit so ein tolles Feedback hast. An sich ist es halt so, dass der Mensch und seine Muster, also sprich du als Athlet und Mensch, bist vermeintlich in einem Anterior Pelvic Tilt gefangen, in Anführungsstrichen, und dementsprechend sind die Spannungsverhältnisse deiner Muskeln durch deine Position auf eine gewisse Art und Weise determiniert. Und wenn du da nicht herauskommst, wenn du vermeintlich immer in einer Beckenposition bleibst, dann ist es einfach ganz klar, dass die daran angehängten Muskeln immer eine Information bekommen. Und die Information ist vermeintlich lang, also ich habe Länge, ja, aber ich habe auch dementsprechend Tightness. Und dann darauf weiterhin zu dehnen, macht halt einfach absolut keinen Sinn. Das ist ganz klar. Wird aber tatsächlich immer so beschrieben oder eben so empfohlen. Also jetzt kein Scheiß. Ja, ich glaube, das. Ich glaube, da wird jetzt schon das Wissen. Oder? Ja, da fehlt das Wissen natürlich. Da fehlt wahrscheinlich auch die notwendige Energie, sich proaktiv und differenziert mit Dingen auseinanderzusetzen. Und auch der Wille, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Das haben wir immer schon so gemacht, wird schon passen. Ja? Aber eine echte Antwort gibt dir keiner. Ja? Du dehnst, wird es wirklich nachhaltig besser? Nein. Also selbst wenn du letztendlich eine Dehnung, also Yin-Yoga ist für mich so ein Beispiel, wo du wirklich halt Asanas
zeitlicher Länge von bis zu 5 Minuten hältst. Und natürlich wird dein Nervensystem dann irgendwann sagen, ah ja, du wirst irgendwie eine Art von Relief haben. Wenn du aber quasi die Bewegung in einer schlechten Position hast, also sprich, bestes Beispiel, irgendwie ein Krieger-Stretch, der halt einfach eine lange Position darstellt und du hast dein Becken da in einer schlechten Position, dann wird dein Nervensystem diese schlechte Position in der Zeit vielleicht irgendwann mal als okay, ich gebe mich damit ab, sehen, aber dann letztendlich der Übertrag für dein normales Leben, wo du dann wieder dahin zurückkehrst, ist einfach nicht gegeben. Definitiv nicht. Also letztendlich geht es darum, dass du durch eine Veränderung vor allem deiner Strategie Atmung die Spannungsverhältnisse der Muskeln nachhaltig veränderst, indem du quasi veränderst, wie dein axiales Skelett sich positioniert. Und es zieht sich halt dann auch wirklich komplett durch das ganze Training durch. Also ich habe vorher gar nicht gestackt, also sprich Brustkorb und Becken in eine Position gebracht und das mache ich ja eben jetzt auch seit einer Woche oder eben seit 2 Wochen und das hat eben wahrscheinlich auch dazu geführt, dass einfach mein Hamstring nicht mehr komplett oder nicht immer durchgehend auf Spannung ist. Mhm. Also das habe ich weggelassen und geht den aber auch nicht mehr und deshalb ist jetzt wahrscheinlich das echt um einiges besser geworden. Ja. Auf Spannung sollte er ja sein. Es ist einfach nur essentiell, dass er quasi halt verschiedene Arten, wenn man das so ausdrücken kann, von Spannung bekommt. Dass er im Endeffekt nicht so ist, dass er vermeintlich immer in einer exzentrischen Ausrichtung ist, sondern dass er einfach auch diesen Wechsel hat, dass ein Posterior Pelvic Tilt entsteht, beziehungsweise dass das Becken irgendwann mal neutralisiert wird und dementsprechend situativ, wenn du es brauchst, beim Gehen zum Beispiel, konzentrische, exzentrische Spannungsverhältnisse entstehen können. Und die können halt bei dir nicht entstehen, weil du halt in einer Position gefangen bist. Und die waren auch nicht irgendwie im Wechsel, sondern die waren nur konzentrisch, ganz genau, nur in die Länge gezogen. Nur exzentrisch. Nur exzentrisch, ja. Durch den Anterior Pelvic Tilt hast du letztendlich vermeintlich eben das Spannungsverhältnis immer auf Länge gebracht. Also dein Nervensystem hat es vermeintlich immer als lang empfunden. Und durchs Dehnen dann eben noch schlimmer. Genau, weiterhin verschlimmert. Ist das auch der Grund, wieso ihr jetzt in ihrem in eurem neuen Warm-Up Protokoll so isometrische Sachen drin habt, so wie eben isometrische Rollouts oder eben ja, also eben meistens wie die Hammy Six, sehe ich immer. Ist das der Grund auch? Also hat es da auch mit der Position vom Becken zu tun oder? Da geht es einfach um Positional Work. Und dann geht es für mich, vielen Dank, um Positional Work in Anwendung in der Globalität, dass es im Endeffekt in Anführungsstrichen nicht nur so ist. Also es sieht ja vielleicht auch bei mir, ich mache relativ wenig Breathing Drills, sondern bei mir ist es eher so, dass ich versuche, meinen Stack gleich in Bewegung zu katapultieren. Dass es bei mir wirklich einfach so ist, dass ich schaue, ich will eine Anwendung haben von diesem Stack. Ja? Weil ich glaube, dass mein Stack und die Position, wie ich ihn finde, schon relativ gut ist und dementsprechend glaube ich, dass ich halt Zeit spare am Ende des Tages, indem ich das gleich in Bewegung ummünze. Aber wenn man jetzt so Isometrics für die Hemi sieht, dann ist das quasi halt eine Anwendung in dieser Position. Genau. Wir haben ja auch darüber gesprochen, ich bin ja auch ein großer Fan von, in Anführungsstrichen, nur Einbeinstand, einfach um die Aktivierung der Muskeln und auch das Zusammenspiel, also die Integration von Muskeln unter, ja, Belastung, sprich in dieser statischen Anspannung, zu verbessern. Also sprich Einbeinstand mit maximaler Hüftflexion oder auch Einbeinstand mit maximaler Hüftflexion im gestreckten Knie etc. All diese Dinge, die ich immer viel mache. Und das sind auf alle Fälle Dinge, die für jedermann Sinn machen. Die ein relativ hohes Bang-for-Buck-Ratio haben, die ein Verletzungsrisiko haben, das gleich null ist etc. etc.